Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim dunklen Wald. Der Wolf will, dass wir zur Dame, die nach Hühnchen stinkt, gehen. Warum stinkt die eigentlich nach Hühnchen? Ist die vielleicht selbst eins? Ein Hühnerwesen, so wie er ein Wolfswesen ist? Oder reibt sie sich abends gern mit Hühnchen ein? Ich finde das voll cool, wie das Gras sich hier bewegt. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auf YouTube selbst dann erkennen kann, weil, ja, ihr wisst ja, YouTube komprimiert das Ganze etwas. Aber falls ja, seht euch das Gras an! Oh Mann, ich würde das voll gern rauchen. Halt die Klappe. Und ich werde jetzt einfach dem Rat nicht folgen vom bösen Wolf und bewege mich genau in die entgegengesetzte Richtung. Warum ich das mache? Weil ich unbedingt Materialien für eine Fackel brauche, deswegen. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir das irgendwo hier finden können. Da haben wir Holz. Ein Nagel und etwas Holzkopf. Übrigens, ich habe nach der letzten Aufnahme wieder eine kleine Pause gemacht. Das Spiel hat zwar gespeichert, aber aus irgendeinem Grund ist mein Inventar leer. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich weiß nicht mehr, sind wir das letzte Mal gestorben oder ist das immer so, wenn wir das Spiel verlassen, dass das Inventar dann geleert wird? Und wenn ja, wer leert es? Kommt dann jemand zu mir, klopft mir auf die Schulter und bedankt sich für meine gute Arbeit und klaut mir dann alles? Und die viel wichtigere Frage ist, woran erkenne ich eigentlich, wie spät es ist? Muss ich mich hier wirklich an der Lichtstimmung orientieren? Wenn ja, ich bin der Meinung, es ist jetzt bereits Nacht. Was aber nicht stimmt. Ich laufe mal etwas schneller. Ich laufe etwas weiter weg. Okay, kommt mir nicht hinterher. Sehr gut. Und diese gottverdammten Gift... Pilze wuchern auch überall. Okay, da ist der Weg. Das heißt, das ist der Weg zurück zum Haus. Ich werde nur ganz kurz zur Sicherheit einfach mal zum Haus laufen. Hör auf, Eule. Reiß dich hier zusammen. Das ist leer. Okay, das war, glaube ich, der, den wir schon mal geleert haben. Der Holzhaufen. Da gabelt der Weg dann, beziehungsweise da geht er eben nach links und dann müsste da unten eigentlich unser Haus sein. Ja, okay, Orientierung, ich habe dich wieder. Für die Säge brauchen wir... Ach, die funktioniert? Das ist ja praktisch. Okay, das heißt, ich werde mal versuchen, das Ding zu benutzen. Nur wie? Kann ich das da rein tun? Moment. Jetzt schalte ich das Ding ein. Ah, wir haben drei Bretter bekommen. Okay. Also doch relativ intuitiv das Ganze hier. Sehr, sehr gut. Da ist ja was. Da bewegt sich doch irgendwas bei dem Brunnen. Als ob er atmen würde. Sollen wir die Bretter nutzen, um unser Haus etwas abzustärken, also zu verbarrikadieren? Ich glaube, das mache ich. Aber was? Ich werde das hier mal reparieren. Nein, werde ich nicht. Ich habe sowas von viel zu wenig Zeug hier. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal weiterhin auf die Suche nach Zutaten. Was etwas dämlich ist, in einem Wald nach Holz zu suchen. Aber hey, wir haben keine Axt, also andererseits doch irgendwie logisch.
Holz. O geliebtes Holz. Danke und danke. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt in der Nähe noch ein paar Holzscheite finde, dann könnten wir uns schon ein bisschen was zusammenbasteln. Und uns die Nacht damit angenehmer machen. Ich habe kein Lockpick, sorry. Ich hatte mal eins, das habe ich dann verwendet, um den kranken Typen aus seinem Gefängnis zu befreien. Nie wieder. Das nächste Mal, wenn irgendjemand mich um Hilfe bittet in dem Spiel, dann schlage ich ihn tot. Und dann frage ich ihn, ob er noch Hilfe braucht. Und dann bin ich ganz enttäuscht. Und wieder ganz allein. Da ist aber auch gar nichts. Ich werde definitiv die Hühnerlady noch aufsuchen, aber erst, wenn wir Fackeln haben. Scheiß Vögel. Ein Körper, ein toter Körper, der nichts bei sich trägt. Wie sinnlos. Wurde der vielleicht schon gelootet von jemand anderem? Noch mehr von diesen Giftpilzen. Ich glaube ja, dass wir die anderen Pilze, die wir mal gefunden haben, dort im Ofen benutzen können. Aber es ist so lang her. Ach, das haben wir schon durchsucht. Das heißt, ich bin gerade im Kreis gelaufen. Yay! Das Beste, was man im Wald tun kann, im Kreis laufen. Aber immerhin habe ich es bemerkt. Ist da jemand? Ich sollte mal wieder in die andere Richtung. Weil ich das Gefühl nicht los würde, dass es jeden Moment Nacht werden könnte. Und Giftpilze, klar. Das heißt, wir werden jetzt wirklich mal ein bisschen sägen und dann werden wir das Haus etwas aufbauen und es uns so richtig schön heimelig machen. Mit einem Kamin und einem 107 cm Flachbildschirmfernseher mit 4K. Was ist das? Waren wir da schon? Kaputter Traktor, okay. Batterie, danke. Pellet, das sind doch, keine Ahnung was. Benzin und ein Draht. Hey, und Draht bedeutet, dass wir uns einen Lockpick machen können. Also einen Dietrich, genau so heißt das Ding auf Deutsch. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie das Ding auf Deutsch heißt. Dietrich. Ja, mit meinem Dietrich kriege ich alles auf. So werde die Herzen der schönsten Frauen. Was? Wo? Wo? Lauf! Mann, das war jetzt nicht mal Absicht. Verdammt, die sind doch richtig schnell. Und ich bin außer Puste. Nein, 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 nein. So sicher nicht. Moment, kann ich was basteln? Okay, sie sind weg. Hör auf. Wir könnten uns wieder so ein Brett mit Nagel basteln. Und verdammt, ich habe mich verlaufen. Nein! Wir könnten uns wieder ein Brett mit Nagel basteln und als Waffe einsetzen gegen diese gottverdammten Wölfe, aber will ich das? Will ich wirklich ein Brett jetzt dafür verschwenden? Wow, wow, wow. Okay, warte mal. Ich werde mal kurz auf die Karte schauen. Ist das hier? Wo ich gerade bin? Oder ist das... Nein. Da bin ich. Okay, dann müsste das Haus da drüben sein. Ach, da ist es ja schon. Okay. Hase. Kann ich mich eigentlich irgendwie schleichen in dem Spiel? Nee. Sieht nicht danach aus. Soll ich wirklich Benzin reinschütten? Nee, noch nicht.
Das können wir machen, wenn es wirklich mal dunkel ist. Obwohl andererseits doch, reinschütten können wir es ja schon mal. Nur noch nicht einschalten. Benzin. Trink, mein Kleiner. Trink, wie du noch nie getrunken hast. Durch die Nase? Nein, du Idiot. Was ist das? Pilze, jawohl. Das heißt, wir können das gleich drin testen. Okay. Vorher tobe ich mich nochmal richtig bei der Säge hier aus. Das heißt, ich gebe jetzt mal das hier rein. Und, an. Lockt das Geräusch eh nichts an? Außer vielleicht irgendwelche Handwerker, die das Bedürfnis haben, in den Tisch zu basteln. Nee, aus. Aus, hab ich gesagt. Sechs Bretter haben wir und es wird dunkel, okay. Das heißt, diese Tür lasse ich mal so, wie sie ist. Los geht's. Wir reparieren das Ding. Und somit haben wir eine neue Tür geschaffen. Ja, ja, du bist schon da. Keine Panik. Ich glaube, das waren wir. Okay. Kann ich den Pilz jetzt irgendwie hier verwenden? Aha, okay. Das Ding muss ich wohl vollkriegen. Warum auch immer. Moment, ich muss mal kurz zum Brunnen raus. Ist es jetzt schon Nacht? Nee, ich glaube, das ist jetzt gerade die Abenddämmerung. Erst wenn der Brunnen rot aufleuchtet, was immer ein sehr, sehr gutes Zeichen ist für den Brunnen. Also wenn ihr in der Stadt unterwegs seid oder irgendwo am Land und ihr seht einen Brunnen, der rot leuchtet, unbedingt davon trinken. Das macht euch groß und stark. Noch können wir nicht davon saufen, okay. Soll ich mich im Haus einschließen, bis es wirklich dunkel ist? Wäre vermutlich nicht die unklügste Variante, um hier zu überleben. Oh Mann, es ist so dunkel. Soll ich den Generator anmachen? Wir haben hier eine Lampe, okay? Wisst ihr was, das mache ich. Ich werde den Generator einschalten. Falls ich da draußen jetzt überlebe, natürlich. Das ist immer so die Grundvoraussetzung, um hier etwas zu schaffen. Überleben. Okay, Brunnen. Schmeckt nach Kupfer. Verdammt, ich sehe hier so gut wie gar nichts. Aber da irgendwo war die Scheune. Ich glaube, da ist sie. Okay, Generator an. Klar, der Generator macht auch Geräusche. Das heißt, wer weiß, ob das nicht auch irgendwelche bösen Wesen an uns heranlockt. Was war das? Was war das? Verflucht! Nein! Du kriegst mich nicht! Oh, verdammt! Oh, ich sagte, du kriegst mich nicht! Hörst du nicht, was ich sage? Oh nein, oh nein, oh nein! Au! Ich glaub, das war's! Wir leben noch. Ist das Mistvieh weg? Oh Mann.
Okay. Wir leben noch und ich hoffe, wir sind jetzt in Sicherheit. Ist das Wasser? Ach verdammt, da kommen Pilzgifte raus. Ach verdammt, ich kann das Wort nicht aussprechen. Giftpilze, so heißt's. Die könnte ich abernten. Ich glaube, das ist keine gute Idee, oder? Doch. Man kann Giftpilze auch abernten. Das wusste ich gar nicht. Geht das jetzt nur hier oder geht das bei allen? Das muss ich später mal ausprobieren, wenn ich überlebe. Das heißt, ich werde die auch gleich mal zum Kochen bringen. Moment. Ja, es ist zu gefährlich zum Kochen. Niemals. Es ist nie zu gefährlich zum Kochen. Vor allem nicht vor Wut. Ich schaue mal ganz spontan aus dem Fenster und haue ab. Wie viele Bretter haben wir jetzt eigentlich noch? Ein Brett. Wisst ihr was? Ich bin ein Idiot. Ich hätte das Benzin nutzen sollen, um eine Fackel zu basteln. Gut, uns fehlt zwar Stoff, aber trotzdem. Das heißt, ich baue jetzt einfach mal einen Dietrich. Und das Licht flackert unheimlich. Okay. Zerbrochenes Glas kann das... Ich habe das gehört. Kann als Falle genutzt werden? Molotow-Cocktail, oh ja. Vielleicht hätte ich doch... Ich... Hör doch da irgendwas. Kann ich das verbarrikadieren? Nein. Da ist es mir etwas zu dunkel. Sollte ich die Lampe vielleicht doch mehr in die Mitte des Raumes schieben? Oder ziehen? Das mache ich jetzt, ja. So. Was hat das zu bedeuten? Was ist das für ein Geräusch? Hey, das kann nur was Gutes bedeuten. Das spüre ich ganz tief in mir. Und ich glaube ganz fest... Hat er mich gesehen durchs Fenster gerade? Ich bin nicht da. Keine Ahnung, wie lange der Generator jetzt durchhält, ob das immer nur für eine Nacht reicht. Schön wäre es, wenn es nicht so wäre. Kann ich nicht einfach beim örtlichen E-Werk anrufen und bitten, dass sie mich direkt ans Stromnetz anschließen? Könnte ich, aber dort sind alle tot. Was? Ich habe die Nacht überlebt, zum ersten Mal. Ja! Fortschritt. Das sind die kleinen Fortschritte, über die man sich so freuen muss. Ein Geschenk? Von wem? Wer auch immer mir das geschenkt hat, danke für die Pilze. Und da ist ein Brief über die Pilze. Es ist immer schön, seinen Tag mit einer Handvoll frischer Pilze zu starten. Als Belohnung für die überlebte Nacht habe ich welche für dich zusammengesammelt. Bon Appetit. Erinnere dich daran, Pilze schmecken am besten gekocht. War das Wolfie? Keine Ahnung, aber... Ah, das ist das Skillsystem, okay. Das heißt, wir können uns mit dem Gift der Pilze neue Skills aneignen. Auch das ist wie im echten Leben, liebe Freunde. Also wenn ihr Pilze findet, unbedingt in eine Spritze reinköcheln und euch dann direkt in die Venen schießen. Das sorgt dafür, dass ihr bei jedem Vorstellungsgespräch unfassbar viel zu erzählen habt über eure Fähigkeiten und so. Mehr Platz, das ist... Tiere sind weniger aggressiv. Besser unter Bäumen und so Zeug schauen. Was ist das da oben? Keine Ahnung. Kann ich beide auswählen oder habe ich das schon? Ich nehme mal das Ganze so. Okay.
Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir haben eine Nacht überlebt. Ich bin unfassbar glücklich darüber. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Dark Wood. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann hinterlasst mir doch bitte gerne ein Like und ein paar Kommentare zu dem Spiel. Und natürlich auch gerne ein Abo. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.